Wir machen da jetzt eine deutsche Buttercreme. Dafür müssen wir zuerst einen Pudding kochen. Der Pudding wird unter Rühren abgekühlt. Dann wird die Butter daneben schaumig aufgeschlagen und der Pudding esslöffelweise dazugegeben. Das Puddingpulver muss man dafür nicht extra mit der Milch anrühren, wie auf der Packungsanleitung angegeben, sondern man kann das alles dazugeben sofort und unter Rühren aufkochen. Wenn der Pudding zum Kochen beginnt, eine gute Minute gut einkochen, unter Rühren, so kann sich die Stärke gut lösen und es ist gut richtig gebunden. So, unser Pudding ist fertig. Wir können den jetzt abkühlen und dann mehrmalig umrühren. Man kann aber eine Frischhaltefolie direkt drauf geben, so bildet sich auch keine Haut und man kann das etwas länger in Vorbereitung haben schon. Die weiche Butter wird jetzt mit Staubzucker aufgeschlagen. Es ist etwas weniger schlimm, wenn die Butter einmal am Anfang zu weich ist. Dafür kann man sie einfach in den Kühlschrank stellen, etwas runterkühlen oder lang genug rühren, weil sie wieder anziehen anfängt. Natürlich kann es auch passieren, dass die Buttercreme einmal ausflockt. Da nimmt man dann ein Drittel der Buttercreme raus und tut sie nachwärmen und zu der anderen wieder dazu. Und so kann man die Buttercreme wieder zur gewünschten Konsistenz aufschlagen. So, unser Butter ist jetzt mit Staubzucker schaumig aufgeschlagen. Der Pudding ist glatt gekühlt und den Pudding gibt man esslöffelweise oder auf jeden Fall in kleinen Portionen dazu und schlagt immer weiter dazwischen. Ihr seht, dazwischen muss man gar nicht so viel aufschlagen, wenn man den Pudding dazu gibt. Den Pudding gibt man nicht nur dazu, damit er guter Geschmack ist, sondern der Pudding stabilisiert auch die Butter. So, fertig ist unser Pudding.